Boah, Spieluhrmusik. Ich liebe Spieluhrmusik. So, was haben wir hier jetzt? So, ich habe viele Formen. In der Tat, wenn ich fest bin, bin ich glatt. Ja, Eis. Alistair. Anscheinend sind alle beim Weihnachtsessen im Esszimmer. Nur Alistair ist nicht dabei. Vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erledigen. Ist die Musik auch hier draußen? Ja. Boah, ich mag Spiel und Musik. So, es sind alle hier. Ich kann nicht glauben, dass Agnes nicht mehr da ist. Warum braucht Alistair so lange? Er sollte hier bei uns sein. So, okay, hier. Ich glaube, die Decke des Hauses dreht durch. Das geht bestimmt. So, wo darf ich sitzen? Parasiten. Wie ist das Essen? Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Wir müssen dich irgendwie belohnen. Jetzt, wo du hier bist, ist alles perfekt. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelassen habe. Alter, so viele Leute quatschen dazwischen. Es ist wirklich nett, dass Sie mich zum Weihnachtsessen einladen. Hallo, Liebling. Ich bin geehrt. Hallo, Susan. MacGuffin. Irgendwie ergibt das Hallo, hier keinen Sinn. Sie in dieser schweren Zeit geholfen. Eine Einladung zum Essen ist das Mindeste, was sie tun kann. Hallo, Lucius. Wir müssen als Familie stark bleiben. Wir haben in letzter Zeit viel durchgemacht, aber ich bin sicher, wir stehen es zusammen durch. Nancy. Ich habe einige Bedenken wegen der Entwicklung ihres. So, darf ich das umdrehen? Wieso ist das immer wieder richtig rum? Wieso akzeptieren die es nicht, dass ich das falsch herum haben möchte? Okay, ich darf hier hin. So, da haben wir den Eiszapfen. So, irgendwie müssen wir dafür Wasser sorgen. Dass hier es glatt wird. Irgendwo brauchen wir eine Trinkflasche. Keine Ahnung, von wo wir die Trinkflasche bekommen. Hier. Hier ist auch irgendwo ein Kreuz. Da. Na? Okay, die Ratte will nicht spielen. Wo kriegen wir eine Trinkflasche her? Warum habe ich jetzt die Zahnbürste gehabt? Wo ist die Taschenlampe? Da. Jetzt ernsthaft, wo kriegen wir Flasche Wasser her? Beziehungsweise allgemein eine Flasche erstmal. Wo war denn das? Wo hatten wir das im D-Make her gehabt? Die erschreckt mich irgendwie gerade. So, er ist das Ziel. Spiel vorsichtig draußen. Der Boden kann sehr rutschig sein. Ich habe jetzt einfach erstmal irgendeine Flasche genommen. Kann ich das so zerbrechen? Da ist ja Flüssigkeit drinne. Nee. Die Tage hüpfen wie die Ohren auf. Ich habe Angst.
Wo kriegen wir eine Flasche her? War hier im Teezimmer vielleicht irgendwo eine Flasche? Was ist denn das für ein Buch? Kann ich das irgendwie sehen? Wenn man sich vernünftig drehen würde. Das Buch Lucius. Okay. Okay. Irgendwie so? Ne. Ist das eine Flasche Wasser? Paschi, ich verstehe die Frage nicht. Gerade. Ich verstehe die gerade wirklich nicht. So, stimmt, da muss vielleicht Wasser rein, ne? Darf ich mit der Flasche überhaupt hier rennen? Oder brauche ich eine Plastikflasche? Paschi, vor dir habe ich doch keine Angst. Du bist doch lieb. Deine Ideen, das sind die, vor denen ich Angst habe. Okay, so kann ich das nicht benutzen. Ich brauche eine andere Flasche. Okay, kann ich hier irgendwie alle beim Weihnachtsessen im Esszimmer? Nur Alistair ist nicht dabei. Vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erledigen. Ja, ich weiß wie, aber ich brauche eine Flasche. Irgendwo muss es doch eine Plastikflasche geben oder sowas. Genau, Paschi, du bist ein zahmes Lamm. Hier ist nochmal Müll, warum? Muss ich jetzt jeden Tag den Müll rausbringen oder wie? Wo gibt es eine Plastikflasche? Da nicht. Okay, hier darf man wieder hin. Nur nicht darüber. Darf nicht mit der Säge spielen. Hier ein Kreuz oder wie? Ernsthaft, wo finde ich eine Flasche? Ah, okay, die Socken sind wieder überall da, okay. Hier haben wir eine grüne Socke. Ich habe das Glas aus Versehen kaputt gemacht. Hätte ich vielleicht in das Glas hier was reinpacken sollen? Also Wasser rein und dann... Paschi, davor habe ich keine Angst. Habe ich hier eine Plastikflasche? Wenn du mit einer Pennywise-Spielmusik vor mir stehst? Warte mal, ist das eine... Das ist es!
Das ist das, was ich gebraucht habe. Jetzt Badezimmer aufsuchen. Objekt wurde korrekt verwendet. Nice. Und jetzt habe ich hier keine Macht wegen dem hier. Okay, es ist da angeschlossen und dann so übers offene Klo. Okay. So, jetzt erstmal nach unten. Und nach draußen. Ich darf meine Hallo, mein Junge. Darf mein Flasche Wasser mitnehmen, ja? So, Objekt wurde korrekt verwendet. Nice. Das hier machen wir mal weg. Wenn du dich wieder schminkst, dann würde ich eher lachen. Erst wenn du genau dieselbe Magie verwendest wie er, dann würde ich mir Sorgen machen. So. Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Ganz gut. Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Alistair? Ich würde eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erledigen. Muss ich ihn... Muss er ist einen Menschen kontrollieren. Ja. Ich möchte ihn kontrollieren. Sein Geist ist zu stark für deine Gedankenkontrolle. Mann. Was muss ich nochmal machen? Also, da ist jetzt Eis. Warte mal, kann ich selber drüber ausrutschen und sterben? Okay, leider nicht. So, Benehmensstatus. Die beiden Dinge haben wir jetzt. Eins fehlt uns noch. Rutschpartie. Wie kriege ich Alistair jetzt raus? Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Was muss ich für ihn machen? Hier, willst du das hier haben? Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Ach, Ohrringe, die haben wir. Wir haben die Ohrringe schon. Warte mal, die bringe ich mal eben rüber. Ich habe nicht gecheckt, dass wir die schon längst eingesammelt hatten. Hi Mama, ich habe Ohrringe. Hausarbeit erledigt. Aktueller Benehmensstatus 90%. Okay, mal gucken. Was haben wir noch? Lagerkettenschlüssel. Schraubendreher. Verdammte Parasiten. Streichhölzer. Ein Füller. Ja, nee, ich wollte bei der Taschenlampe bleiben. So, wie kriege ich ihn da jetzt nochmal raus? Oder warte mal, ich quatsch mal drinne. Er sagt ja eh immer nur das Gleiche. Da haben wir schon vorbereitet. Das Ding brauchen wir ja gleich. Ich quatsch die Leute nochmal an. In Ordnung. Was könntest du noch tun? Sieh mal nach, ob irgendwo Schmutzwäsche herumliegt. Bring sie in die Waschküche und sortiere sie in die richtigen Körbe.
Ach so, stimmt. Jetzt kriege ich erst die Quest mit den Schlüppis. Hallo, Lucius. Hi, kann mir einer sagen, was ich noch machen kann, außer jetzt die Schmutzwäsche? Michael? Will? Der widerliche Tom? Ich glaube, die Dame des Hauses dreht durch. Hallo, Lucius. Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Wie kriege ich Alice da jetzt da raus? Haben wir die Spieluhr? Nein, ich gehe mal die Spieluhr holen. Ich will hiermit bleiben. Bei der Taschenlampe. Die Spieluhr kann mir helfen. Ich kann nicht glauben, dass Agnes nicht mehr da Hallo, ist. Mein Junge. So. Ab in mein Zimmer. So, da haben wir die Spieluhr. Was? Hat er mir jetzt irgendwie Lucifer hat diese Spieluhr gesegnet. Sie hilft dir dabei, das zu finden, was du suchst. Es hat mir jetzt nicht geholfen. Ich habe jetzt noch 5 Anwendungen damit. Warte mal. Wenn wir auf die Map gucken. Okay, die Map sagt mir nichts. Hallo, Enkel. Da ist kein Weg markiert, wohin. Mann, ich will doch nur jemanden umbringen. Ist das zu viel verlangt? Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Sein Geist ist zu stark. Oh. Jetzt habe ich den noch einmal. Jemand kann mich sehen. Weil ich jetzt nochmal Rattengift habe, oder wie? Nur ist das nicht dabei. Vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu legen. Ja, aber wie locke ich ihn jetzt nach draußen? Okay, das wäre jetzt wahrscheinlich zu früh. Darf ich noch nicht. Okay, das Ding ist jetzt zerbrochen. Okay, der hat mich fast gesehen. Ja, aber wie locke ich ihn an? Wie locke ich ihn raus?
Ich hätte jetzt gerne einen Tipp oder so. Falls jemand einen hat. Warte kurz, Lucius. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, was musst du machen? Was suchst du? Sag mir. Warte kurz, Lucius. Ich bin gerade beschäftigt. So, wie weit runter kann ich? Wir müssen als Familie starten. Ja, ich habe einige Bedenken wegen der Entwicklung ihres Sohns. Wenn es möglich ist, sollten wir uns später sprechen. Spiel vorsichtig draußen. Der Boden kann sehr rutschig sein. Ich bin wirklich kein... Warte mal, die CD muss sie vielleicht finden, oder? Erstmal. Die CD, oder Kassette. Und die... Okay, wir sind noch bei der Taschenlampe. Und die war, glaube ich, in der Garage. Oder hier zumindest irgendwie irgendwo. So kann ich es nicht benutzen, okay. Ober die CD. Ja, ich hätte jetzt wirklich gern mal einen Tipp. Ich komme jetzt gerade nicht weiter. Wie war das nochmal mit Alistair? Wie locke ich ihn raus? Neues Inventarobjekt. Ja, ich wollte jetzt das hier haben. Kann ich hiermit irgendwas machen? Nee. Mit der Kaffeemaschine? Auch nicht. Ich irre hier jetzt gerade rum. Hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ist wieder die Wäschekammer gewesen. Das hier ist, glaube ich, einfach nur so ein Durchgangszimmer. So, und hier? Ist auch nichts. Okay, Alistair ist jetzt nicht sauer, dass ich die Base kaputt gemacht habe. Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Kannst du mir sagen, was du brauchst? Wie ich dir helfen kann? Ich komme gerade nicht weiter. Hier sind wir wieder über der Bücherei. Hier haben wir ein Kreuz.
Der Junge. Finger weg von Drogen. Alles klar, Terrence. Okay, wir sind bei Agnes im Zimmer. Ah, okay, hier sind wir. Was ist das hier für ein Raum? Ah, okay, ja. Hinterm Weinkeller, genau, das kennen wir ja schon. Und neues Inventarobjekt. Fotopapier. Ah, okay. Ist hier... Ja, die Tasse wollte ich nicht. Warte, dann musste hier auch irgendwo die Kamera sein. Das wir später brauchen. Da oben. So, jetzt haben wir die Kamera. Okay, wir haben das Klassenzimmer entdeckt. Gern wissen, wie ich jetzt Alistair rauslocke. Also, ich wollte jetzt nicht die Kamera, sondern das hier haben. Kann ich die Leiter benutzen? Nee. Ich könnte jetzt wirklich einen Tipp gebrauchen. Draußen? War hier irgendwie was? Luftdruckkompressor. Ah! Objekt wurde korrekt verwendet. Und jetzt muss ich den einschalten. Interessant, wie der Kabel hier am Fliegen ist. Was haben wir da? Was war das denn? Nägel für die Nagelpistole, okay. Hä? Hier haben wir noch eine Axt. Okay, Alistair ist sehr kompliziert jetzt gerade. Wie kriege ich ihn raus? Irgendwas muss ich doch machen. Warte mal. Da! Was ist mit dem Licht? Das habe ich vergessen. Okay. So, was sagt der Notizblock? Da kam mir eine Idee. Er sollte vorsichtig sein. Im Winter kann es draußen glatt werden. Warte, da ist schon noch etwas. Womit kann man Wasser transportieren, ohne dabei Verdacht zu erregen? Ja, das haben wir schon. Ja, das war sehr unkompliziert auf jeden Fall. Ich kam jetzt einfach nicht mehr darauf, dass das mit dem Licht war. Ja, jetzt wird er aufgespießt. Durchs Auge, bitte. Ja, Mann.
Sind wir nicht ein Liebeskind? Boah, das hat aber jetzt wirklich mit Alistair richtig lang gedauert. Das war eigentlich so simpel, nur ich kam nicht auf die Idee. Oh, wie hübsch. Steckt da noch drinne. Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Dente Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren. Winter Hill Police Department? Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen und meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, Sie erfahren es nie, wenn Sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Okay, der ist jetzt einer am Raum. Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich Sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich Sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängeschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zweien der Dienstmädchen. Oh, jetzt kommt es wohl heraus. Und war darüber nicht glücklich, was sie nur an diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich weiß nicht was in seinem dreckigen kleinen Filmstudio an. Mhm. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig. Okay, das ist jetzt das, wo es um die Sexszene geht. Wo wir fotografieren dürfen. Verhängnisvolle Affäre, 3. Januar 1973. Wir haben wenigstens die Kamera und, Dingens, warte mal. So, das mit dem hier kombinieren. Müssen wir eigentlich noch irgendwas kombinieren? Das mit dem hier, auf jeden Fall. Okay, die kann ich nicht miteinander kombinieren. So, Jovita und Alistair ist fertig. Jovita, sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. So, und hier Alistair. Alistair ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Das hat nicht ganz funktioniert. Es fehlt die Feinabstimmung. Ich sollte mich hier nach einer Lösung schauen. Ja, das hatten wir. So, okay. Wir haben Rattengift und wir haben das Vorhängeschloss. Das könnten wir in Jupiters Zimmer packen. Jetzt ist die Frage, wo war nochmal Jupiters Zimmer? Das ist das Badezimmer. Das
Das Teezimmer, hier, da müssen wir hin. Genau, nee. Dahin. Alter, das ist... Billardroom. Das ist ein Labyrinth. Wer baut hier bitte so? Nee, Teezimmer will ich nicht. Wo ging's zum... Okay, es zeigt mir schon mal wohin. Also hier... Ah, okay, hier. Hier war das. Jetzt nach oben. In Ordnung, mein Junge. Du musst keine Angst haben. Ich habe keine Angst, aber danke, Ossifer. Ich muss nach oben? Ich dachte, irgendwie das Zimmer ist hier irgendwo. Ist das das Zimmer von Jovita? Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Schlüppi, noch einen roten Schlüppi sogar. Ich glaube, ich muss nach oben. Ich höre hier schon. Hier liegen überall Klamotten. Da haben wir es kurz gesehen. Obwohl, die Map zeigt uns ja woanders. Jovita? Ich habe Onkel Tom mit Susan gesehen. Wenn ich das Jovita zeigen könnte. Ich glaube, Großvater hat oben in seinem Arbeitszimmer eine Kappe. Ja, die haben wir. Ich brauche einen Schlüppi-Counter. Bei dem Spiel glaube ich, ja. So, wir dürfen jetzt die Sexszene übrigens fotografieren. Die hier läuft. Hast du etwas gehört? Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Okay, ich hatte jetzt gedacht, da würde mehr zu sehen sein. Da bin ich jetzt froh, dass da nicht so viel zu sehen ist. So, warte mal. Kann ich das Bild? Hier ist mehr zu sehen. Warte mal, kann ich? Nein, ich mach's nicht. Ich riskiere es nicht. Na, aber ich will den beiden ihren Spaß gönnen. Deinen Onkel Tom gesehen? Ja. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ja, ich hab hier was für dich. Hallo, Lucius. Schon deinen Onkel gesehen? Ich glaube. Hallo, Lucius. Reicht das Foto nicht? Ich muss stören. Oh, aus jetzt. Du wolltest. Haben wir die beiden beim Spaß haben gestört? Die Kamera haben wir noch, oder? Die ist da oben. Ach, ich darf die wieder miteinander kombinieren. Das mit dem hier.
Ja, aber Juvita wollte jetzt die Dings nicht annehmen. Oh, warte mal. Ich habe doch, glaube ich, irgendwas... Nee. Doch, wir haben das Vorhängeschloss und das Rattengift. Ich glaube, die müssen wir vorher erstmal in Jupiters Zimmer packen. Kann das sein? Das ist so kompliziert, die Bude aufgebaut. War irgendwie... Dann bessere Beweisbilder. Hm? War klar, dass du das eigentlich sehen willst. So, erstmal in Jupiters Zimmer. Das war das hier. Ah, okay. Und... So, wieder hier hin. Ich kann aber auch... Ich weiß noch nicht, ob das auf YouTube kommt. Wenn, dann werde ich... Hast du etwas gehört? Werde ich gucken, dass ich das irgendwie zensiere. Oder so. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ich hab hier was. Hallo, Lucius. Oh, warte mal. Vielleicht muss das hier auch? In das Zimmer? Tatsächlich. Ich sollte alle Beweise, die ich habe, in Jupiters Zimmer verstecken? Ja, hab ich doch getan. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Oh mein Gott, wie kann er mir das antun? Okay, noch eine Aktualisierung. Sie hat die Bilder gesehen und ging weinend auf den Balkon. Sie befindet sich nun in einem labilen Zustand. Sollte das ausnutzen? Warum? 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 Warum geht sie eigentlich durch das Elternschlafzimmer? Warte mal, dann war hier. Warum? 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 Ja. Jetzt stürzen wir sie runter. Aber ich bin froh, dass wir da nicht wirklich keine detaillierteren Fotos machen mussten. So, das war jetzt Selbstmord. Scheinbar haben wir in Miss Jovita Muniz eine offensichtliche Täterin gefunden. Das fehlende Vorhängeschloss am Kühlraum. Das Rattengift. Es passt fast zu gut. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Myers in, wie drückt man das taktvoll aus, flagrante Delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nichts. Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Sehen Sie, das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche es im Rahmen zu halten. Also, hören Sie gut zu. Jovita hat im Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte.
Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle Ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurechtstutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird ihren großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Okay. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen. Dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter dem des Butlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich. Okay, diese Sexszenen können wir ab jetzt indiskrete Szenen nennen oder sowas. 23. Januar 1973. Jetzt konnte ich nicht mehr zu Ende lesen. Ja, aber Hill, du hast da recht, also dieser kurze, schwebende Moment. Der war einfach genial. So. Ich würde jetzt aber eine kleine Pause machen. So einmal kurz auf Toilette. Das hier nochmal voll machen. So. Und vielleicht nochmal einen neuen Kaffee. Werde gleich wieder da. Also. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ja, sorry, ich hatte ein bisschen länger gebraucht. So, wir sind jetzt hier aber bei wem? Jovita haben wir abgeschlossen. Tom müsste das jetzt, glaube ich, sein. So, mit dem Gift. Heute bleibe ich nahe der Hölle, in Klammern zu liegen. Ja, es ist Tom. Ich konnte jetzt nicht zu Ende lesen, aber es ist Tom. Den müssen wir jetzt vergiften. Beziehungsweise sein Alkohol vergiften. So, was war Toms Zimmer? Hier, da ist er. Unser nächstes Ziel. Hi, Tom. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Weil du zu viel Spaß mit anderen hast? So, Tom. Er trinkt nun schon seit einem Monat. Anscheinend hatte er wirklich Gefühle für Jovita. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Tom, wenn du Gefühle für eine Person hast, mit der du auch zusammen bist, dann hast du keine Affäre. Was soll denn das? So, noch eine Socke, die müssen wir in die Wäschekammer bringen. So, hier durch. So, Wäschekammer. Hier ist Teezimmer. Da hinten ist die Wäschekammer. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Hallo, Lucius. Oh, hi. Hallo, Lucius. Ich habe hier eine... Und wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ach, Kassette, ich nicht zu dir. Nicht. Ich muss hier auf deinen Vater warten. So. Oh, in mein Zimmer ist noch ein Geschenk. Ja. Was meinst du damit? Du glaubst, sie hatten eine Affäre? Kann sein, dass er Gefühle für mehrere hat. Ich bin für sowas gar kein Freund tatsächlich. So, was steht hier? Ach, jetzt kriegen wir das Dreirad. Ja, ich bin kein Fan davon. So, okay, ich bin... Beziehungsweise ich hatte noch nie eine Affäre, muss ich ehrlich zugeben. Ich kenne ein paar Leute, die hatten Affären. Die allesamt nicht gut ausgingen. Wir haben ein Dreirad bekommen. Okay, die Steuerung ist, die Steuerung, wir lassen das mit dem Dreirad.
steige ich davon aus? G, ne? E? Ich steige davon ab. So, okay. Dreier gefällt mir nicht. Die Steuerung ist zu... Naja. Sagt mir nicht zu. Mit dem Dreirad. An sich cool, aber die Steuerung sagt mir nicht zu. So, Tom. Was müssen wir bei ihm machen? Wir haben Gift. Wir müssen ihn auf jeden Fall vergiften. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Ja, ich möchte dir die Flasche wegnehmen. Oh, Lucius. Wie konnte sie das? Ist die fünfte Flasche, okay. Warum sollte sie so etwas tun? Eine Weinflasche. Oder muss ich aus dem Weinkeller eine holen, die vergiftet ist? Challenge 5 Minuten fahren mit dem Dreirad. Was kriege ich, wenn ich das mache? Bei 12 Flaschen kann ich fragen, ob er genug hatte. Aber ganz nett fragen. Okay, Challenge 5 Minuten mit dem Dreirad. Was kriege ich dafür, wenn ich schaffe? Oder durchhalte? Volles Pfund aus dem Maul. Deal. So, warte mal. Wir sind bei 2 Stunden 52. Oder warte mal. Wir machen ab 2 Stunden 53 und dann bis 58. Alter, das geht sogar noch schneller. Okay, jetzt gerade geht's noch, aber... Die Steuerung damit sagt mir echt nicht zu. Hier ist eine Pfütze. So. Wo darf ich dann das volle Pfund aufs Maul abholen, wenn ich das schaffe, durchhalte? Da wollen wir nicht hin. Hier hin? Du bist es. Keine Sorge, mein Sohn. Alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Plan? Bei Pashi darf das volle Pfund aufs Maul abholen. Okay. Ja, fahren wir mal rückwärts. Bekomme ich immer solche Fälle? Dass Lucius auch noch die Treppe hier so mit dem Dreirad runterfahren kann. Der Schwein. Hast du die Kassette schon gefunden? Hallo Lucius. Hi. Die Kassette habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die ist. So, Weinkeller. Und zwar blöder Hingedanke. So. Kann ich überhaupt was aufnehmen mit dem Dreirad? Ich glaube nicht. Eigentlich hätte ich das da auch mitnehmen können. Habe ich was im Inventar? Ich habe hier eine Flasche mit tödlichem Gift, aber...
Jetzt kann ich gerade nichts machen. Ich muss jetzt noch 3 Minuten durchhalten, oder? 2 Minuten noch. Ich habe jetzt gerade den Timer nicht mehr gesehen. Also, beziehungsweise... Okay. Hey, kleiner Mann. Hi. Ich hoffe, du planst keine Expedition in den Weinkeller. Das findet deine Mutter bestimmt nicht gut. Ich komme gerade von da. Okay, ich versuche mal ein bisschen damit zu üben. Kann ich eigentlich schon hier raus? Ne, hier ist abgeschlossen. Ich glaube, da kann man nie durch. Wein gibt es überall. Kies? Die haben so eine Dose mit Kies? Brezel und Cola, was braucht man mehr? Katjes, würde ich sagen. Am besten die sauren. Die sauren Katjes. Das Werkzeug liegt ja immer noch hier rum. Und warte mal. Können wir jetzt eigentlich schon in das eine Zimmer da von Tom? Oder war das erst später? In das Filmzimmer, sage ich jetzt mal. Ganz vorsichtig. Hier war das nicht. Ja, hier können wir schon hin. Super Techno Fucker Angel. Ernsthaft? Movie Festival XXX. Das ganz links kann ich nicht lesen. Ja, Pussyhand. Hier ist nichts für Kinderlusches. Da musst du Hel zustimmen, aber Hel mag doch auch Katjes. Ich glaube, ich muss mich einen Moment hinlegen. Ja, dann war. Ja, okay, sie muss sich hinlegen. Das, aber Mama, dein Zimmer ist woanders. Es sind ein paar Polizisten im Haus. Tu uns einen Gefallen und sei höflich zu ihnen. Achso, die Dings ist um. Ich darf endlich vom Dreirad runter. Bring das aber noch ins Zimmer. Katja kommt nach Brezel und Cola. Ich hätte jetzt eigentlich auch Bock auf so eine Brezel.